Promi-Geflüster mit einer weiteren Folge aus dem Homeoffice. Und ich bin heute verbunden mit der DSDS-Siegerin von 2018, Marie Wegener. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen und auch einen schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Genau, gerade eben hat sie noch die Kaffeetasse in der Hand gehabt oder war es Tee drinne? Die Teetasse. Ingwer. Ja gut, Inhalt sieht man ja nicht, ne? In dem Fall. Ja, Corona, klar, wir bleiben zu Hause. Das Motto gilt auch bei dir natürlich, logischerweise, ne? Absolut. Also natürlich ist für mich jetzt ganz wichtig, ich halte mich daran, dass wir schnellstmöglich wieder alle auf die Bühne können, wir Künstler. Und wir hoffen natürlich, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht. Okay. Also ich arbeite jetzt eigentlich viel mit Online, Skype, Sessions und irgendwie schafft man das schon. Und es wird ja auch besser und das ist doch schon mal sehr, sehr positiv. Genau, richtig. Also mal sehen, heute, also wenn wir jetzt gerade hier das Interview führen, ist der Mittwoch, der 15. April, da wird ja eine weitere Entscheidung gefällt, wie lang es noch anhält, ob es langsam gelockert werden kann oder ob wir doch noch mal ein bisschen länger zu Hause bleiben müssen. Also ich denke mal, die Kollegen in Österreich und Tirol und so weiter und Südtirol vor allen Dingen, Italien, die trifft es noch ein bisschen härter. Die haben noch ein bisschen mehr Ausgangssperre, denke ich mal. Ne? Ja, absolut. Und vor allem haben die ja wirklich Ausgangssperren. Mhm. Bei uns ist das ja eine Ausgangsbeschränkung. Und richtig. Ich meine, ich sehe jetzt immer noch relativ viel draußen in Parks und einkaufen. Wenn man einen gewissen Abstand hält, dann ist das in Ordnung. Also da ist es bei uns wirklich noch sehr human. Im Gegensatz zu denen, auch Spanien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist ja komplett dicht alles. Also Wahnsinn. Ja. Mal sehen, wie uns da uns dieses Jahr in Urlaub hinzieht. Ne? Wahrscheinlich eher mal wieder Balkonien oder in die nähere Umgebung. Ja, genau. Ja, was tut sich bei Marie Wegener in der Zeit? Du hast mir gerade verraten, viel im Studio und produzieren, oder? Genau, also eigentlich wäre ich jetzt im Studio oder die Arbeit wäre schon so gut wie fertig. Leider kam mir diese Corona-Geschichte jetzt dazwischen. Deswegen haben wir das Ganze ein bisschen verschoben. Ist aber eigentlich kein Problem, weil ich habe zu Hause ja auch ein Klavier. Ich kann auch von zu Hause aus arbeiten, sage ich mal, und weiter schreiben. Und das Ganze wird natürlich jetzt weiter nach hinten verschoben. Ne? Also die ganze Studioarbeit wird dann jetzt Mai, Juni, ich hoffe es, stattfinden. Ich gehe jetzt einfach mal vom Guten, vom Positiven aus, dass es schnellstmöglich wieder ein bisschen entspannter wird hier in Deutschland. Und dann geht es erstmal ab ins Studio und ja, viele Gigs wurden natürlich abgesagt, Konzerte, wie es Ende des Jahres aussieht, da könnte auch noch was Großes kommen, wenn es stattfinden würde. Und ja, ist auf jeden Fall einiges zu tun noch. Wird auf alle Fälle ein spannendes Jahr, genau. Jetzt sagst du natürlich hier, du schreibst und machst und textest, komponierst. Wie läuft so die Arbeit ab? Wie kommen deine Ideen zustande? Also bei mir fängt die Arbeit meistens am Klavier an. Für mich ist es einfacher, Melodien zu komponieren, sage ich mal, am Klavier Melodien zu erstellen, zu erarbeiten. Mhm. Und je nachdem, ob es dann halt ein ruhiger Song ist, eine Ballade jetzt, daraufhin nehme ich mir das dann auf und fange erstmal an, drauf zu summen und später kommt dann der Text. Okay. Ja, so arbeite ich. Ja, und mit wem arbeitest du dann so grundsätzlich noch zusammen? Wer unterstützt dich? Gibt es da Produzenten oder Kollegen? Also es gibt unglaublich viele eigentlich. Ich habe ja bei meinem zweiten Album habe ich diverse Songwriter-Camps gehabt mit ganz vielen talentierten Künstlern, Songwritern, Produzenten. Und es sind viele dabei, Namen zum Beispiel wie Thomas Porzig oder so, oder Lina Mali, tolle Produzenten, Songwriter, mit denen ich sehr gern gearbeitet habe. Und jetzt bin ich halt auch, also mit Thomas Porzig bin ich, der ist ein sehr, sehr guter Produzent, gerade im Pop-Bereich, sehr aktiv und hat auf meinem zweiten Album auch schon zwei Nummern von mir produziert. Und mit denen bin ich gerade so in Kontakt und ansonsten bin ich immer noch auf, sage ich mal, auch auf der Suche nach oder Producern, die auch mal Bock haben, mit mir zu arbeiten. Also ich suche immer auch mal was Neues. Weißt du, ich bin so... Mal hier, mal da und aber ich habe schon trotzdem auch fixe Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ja. Und wie sehr hat dich Dieter Bohlen da geprägt? Ja, Dieter Bohlen hat mich überhaupt erstmal hier hingebracht, ganz ehrlich, weil
Mit dem Song Königlich kam ich überhaupt erstmal in dieses ganze Schlager-Pop-Ding rein. Und mit dem ersten Album, was er für mich produziert oder mit mir produziert hat, oder er für mich produziert hat, ja, habe ich eigentlich auch erstmal das erste Mal so richtig Lust bekommen, selbst Songs zu schreiben und zu produzieren. Weil davor habe ich gar nicht, ich hab gecovert und auf Hochzeiten gesungen, früher auch, und nie so darüber nachgedacht, aber was die Musik eigentlich noch mit einem machen kann und selbst zu schreiben, das gibt einem so viel positive Energie, das hat auch Dieter gesagt, dass das gibt so viel Lebensfreude, wenn man da was Schönes kreiert. Und ja, und der hat mir eigentlich so Anstöße gegeben, das zu machen, auf jeden Fall. Sehr schön. Du warst ja da so mit einer der jüngsten Siegerinnen seiner Zeit, oder? Ja, also ich habe mit 16 gewonnen. 16 war ich dann, genau. Und jünger geht's ja nicht. Also von daher, Genau. auf jeden Fall die jüngsten Gewinnerinnen habe ich, ja. Ja, sehr schön. Glückwunsch dann nochmal nachträglich, genau. Ja, wie ging es dann damals so in der Schule da für dich dann ab? Konntest du deine Ausbildung oder beziehungsweise deine Schule komplett noch abschließen oder war dann gleich hier die Musik dann im Vordergrund? Nein, also ich habe immer gesagt, es ist egal, wie es jetzt ausgeht bei DSDS, ob ich gewinne oder nicht. Natürlich werde ich mit der Musik weitermachen. Das ist mein Leben und das soll auch mein Job und mein Leben weiterhin sein oder mich begleiten. Aber ich habe gesagt, die Schule, das Abitur, das muss sein. Also Sehr ich will gut. das einfach jetzt durchziehen, weil für mich ist es auch so, 11 Jahre in der Schule und dann kein Abitur. Das wäre, sag ich mal, das wäre ein bisschen blöd gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Und ich muss sagen, ich war nach meinem Sieg kaum noch in der Schule. Also ich war die halbe 11, das war ja noch die Hälfte der 11 und die ganze 12. Ich habe sehr viel Fehlstunden, muss ich sagen, und habe mir sehr, sehr viel selbst erarbeiten müssen. Ich habe mir echt viele Bücher gekauft. Ich hatte BioLK, das war auch nicht ganz einfach. Viel selbst erarbeitet und habe es dann doch irgendwie geschafft. Ich sage immer, ohne Fleiß kein Preis. Und deswegen kann ich jetzt auch die ganzen diesjährigen Abiturienten verstehen. Die müssen sich natürlich jetzt selbst viel auch erarbeiten. Ja, natürlich. Aber man kann es schaffen, wenn man fleißig ist und den Willen hat. Ne? Ja, das ist richtig, genau. Ja. Ja. Was sagst du denn zum diesjährigen Sieger bei DSDS, unser Ramon? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's toll, dass er gewonnen hat und war auch schon, glaube ich, von der ersten Live-Show an der absolute Favorit. Das hat man auch gesehen bei den anderen Verzahlen. Und was ich toll finde, ist, dass er eigentlich mit einer Musikrichtung kam, dieser alte deutsche Schlager. Die ist schon ewig, also das hat ewig keiner mehr gesungen. Oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass einer bei DSDS mal mit so einer Musik kam, die er von Herzen liebt. Und ich finde es toll, dass er es durchgezogen hat. Bis zum Schluss ist er seiner Musik treu geblieben, konnte trotzdem auch mit englischen, schnellen, modernen Nummern punkten. Also er hat eine tolle Stimme, verdient gewonnen. Toller Song von auch von Dieter Bohlen und müsste er jetzt auch das Album draußen haben, soweit ich das weiß, Naja, oder? das kommt, glaube ich, sehr zeitnah. Ja, das stimmt, Ja, richtig. was man Genau, genau. und da sieht man einfach wieder, auch nach wie vor, der Schlager ist beliebt und kommt nach wie vor an. Und dass es immer wieder doch manchmal noch Sender gibt, die sagen, hier Schlager, stimmt eigentlich gar nicht, oder? Wie siehst du es? Also früher war es ganz anders da, also gut, ich lebe jetzt auch noch nicht so lange, aber Schlager war früher immer so, das ist Schlager und das ist so ein ganz anderes Genre nochmal. Und mittlerweile ist Schlager vermischt mit Pop, mit Rock teilweise auch schon, ne? Also zum Beispiel, was Ben Zucker macht, ist für mich auch kein purer Schlager. Ja, oder es gibt verschiedene Pop-Künstler, also Pietro Lombardi ist für mich auch kein Schlagersänger in dem Sinne, er ist Entertainer. Und seine Musik ist eigentlich, also die ist ja auch ganz oben in den Spotify-Charts ganz oben. Also es ist eigentlich auch Popmusik, was Pietro zum Beispiel macht oder Sarah Lombardi. Genau. Aber sie laufen auch im Schlager oder auf vielen Schlager-Events. Deswegen, das meine ich, man kann Schlager so gar nicht mehr definieren. Es ist mittlerweile schon, ich sag immer, deutsche Musik dazu mittlerweile, weil es ist gar nicht mehr nur den Schlager oder nur Pop oder Rock. Es vermischt sie. Oder Richtig. Volksmusik, ne? Zum Beispiel. Genau. Richtig. Nee, also da denke ich mal, hat sich schon einiges getan. Und wenn man auch immer die Shows von Florian Silbereisen sieht, sind natürlich vom Publikum her auch sehr viele Junge immer darunter. Und finde ich auch gut so, dass wirklich da auch da die Mischung passt, ne?
Absolut, ja. Genau. Dann warst du ja letztes Jahr mit Andreas Gabalier auf großer Tournee und du konntest Musical-Luft schnuppern. Was waren das für Erfahrungen für dich? Also, ganz ehrlich muss sagen, das letzte halbe Jahr, das letzte Jahr generell war sehr, sehr, sehr turbulent und spannend für mich. Also erstmal überhaupt die Chance zu bekommen, mit Andreas Gabalier auf Stadiontournee zu gehen. Unbeschreiblich. Und danach noch so eine Musical-Anfrage zu bekommen für Die Schöne und das Biest war auch ein Riesen-Highlight. Ich muss sagen, die Tour war sehr, sehr anstrengend, jeden Tag zu spielen. Wir haben 32 Termine gehabt und die kurze Probezeit davor. Das hat schon echt Nerven gekostet, vor allem wenn man keine Musical-Ausbildung hat und nicht erfahren ist in dem Fach. Aber es hat Spaß gemacht und es war echt mal eine tolle Erfahrung. Feuerherz kennen natürlich meine Zuschauer auch. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem Carsten entstanden? Das war eine ganz spontane Sache. Also, Deine Liebe bleibt für immer ist ja ein Lied auf meinem zweiten Album. Und mein damaliger A&R von Universal hat gesagt, coole Duettnummer sein. Lass uns doch mal einen Jungen von Feuerherz fragen. Und Carsten, also ich war in Berlin zu dem Zeitpunkt und Carsten wohnt in Berlin. Und es hat total gut gepasst. Er hat das auch eingesungen und gesagt, das Lied ist cool, machen wir. Und dann war das ganz spontan, haben wir dann auf dem Dach von Universal, von der Plattenfirma da Universal, haben wir das Video gedreht. Und das ist ja mega gut angekommen auf YouTube. Und toller Gesangspartner, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ganz spontane Sache, die funktioniert hat. Jo, wie wird jetzt so dein Sommer so noch ausschauen? Was hast du noch sonst für Pläne? Jetzt auch ein bisschen privat gefragt. Ja, also ich liebe es ja eigentlich, im Sommer wegzufliegen. Ich bin so, ich freue mich dann immer so ins Warme, weiß ich nicht, Türkei, Spanien, einfach mal so ein paar Tage raus. Das gibt mir immer sehr, sehr viel Energie. Ob es dieses Jahr was wird, keine Ahnung. Ich weiß aber, es wird ja ein sehr, sehr warmer Sommer dieses Jahr wieder. Also ich versuche die Zeit auch wirklich mal draußen zu verbringen, in der Natur. Und vor allen Dingen auch viel auswärts essen gehen oder so oder einkaufen in so kleinen Läden, damit die kleinen Unternehmen auch nicht ja zugrunde gehen, dass man da Richtig, ein bisschen richtig. unterstützen kann. Genau. Ja. Nee, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da wirklich auch ein bisschen drauf achtet. Absolut, ja. Genau, weil da sind viele jetzt wahrscheinlich am Kämpfen. Ganz genau. Am Gen Ja. Viele mussten ja auch schon Insolvenz anmelden. Also so ganz ohne ist diese Krise doch nicht für viele Leute. Nee, nee, leider nicht. Genau, richtig. Ja. Jo, und wie gesagt, online macht man natürlich sehr viel. Wo findet man dich auf den Social-Plattformen? Wo kann man noch ein bisschen was erfahren über dich? Also ich bin sehr aktiv auf Instagram, also mariewegner_official. Da bin ich, ich gehe öfter mal live und mache da auch sehr, sehr viele Videos. Ansonsten auf YouTube einfach Marie Wegner eingeben. Was ja jetzt total am Kommen ist, ist TikTok. Das ist ja Okay, auch so eine neue, genau. also was heißt neue, von Music Kelly. Da bin ich auch, da heiße ich auch Marie Wegner_official. Da mache ich auch einiges. Und ja, ansonsten Facebook auch ganz normal. Und da bin ich immer zu finden und auch relativ aktiv, ja. Okay, also da wird sie dann auch antworten entsprechend, gell? Genau. Genau. Instagram bin ich auch zu finden. Wäre schön, wenn wir uns da vielleicht noch vernetzen könnten. Und Ja, dann klar. würde ich sagen, haben wir uns erstmal ein bisschen ausgetauscht. Die ersten Berührungen sozusagen. Und dann, wenn wir das nächste Mal live uns treffen, dann machen wir nochmal eine schöne Geschichte. Dann wird hoffentlich auch das Album da sein. Ja, auf jeden Fall. Na? Hoffentlich. Genau. Ja. Sehr gut, Auf jeden sehr Fall. gut. Ich sage schon mal herzlichen Dank. Dir alles Gute. Danke fürs Gespräch. Ja, bitte gerne. Auf alle Fälle gesund bleiben. Das glaube ich immer wieder. Kann Ja, man nie oft ebenfalls. genug hören heutzutage. Ne? Eben, Genau. absolut. Ja. Genau. Sehr schön. Dann gute Arbeit dann noch beim Produzieren, Komponieren, Texten, wie auch immer. Und ja, lass es dir Dankeschön. gut gehen. Vielen Dank dir auch, ja? Jo, Tschüss. tschüss. So.